Was? Ja, er kommt wie unser Preisträger aus dem Bündnerland, Hans-Peter Egler. Und er setzt sich, wie unser Preisträger, seit Jahren für die Umwelt und eine nachhaltige Entwicklung ein. Bitte, Hans Egler. Grazie, Fitch. Buonasera, chers spectatures. Es ist ein grand plaisir per mai. Ja, ich könnte jetzt da nicht ganz gut weiterfahren, aber es ist in der Tat eine sehr große Freude für mich, hier zu sein und Ihnen einen ganz speziellen Preisträger einzuleiten. Es ist ein Preisträger, wie gesagt, der nicht nur aus dem Bündnerland stammt, wie ich, sondern sogar noch aus demselben Tal, einfach aus dem unteren Teil aus Ardez und ich aus dem oberen Teil, in dem ich teilweise aufgewachsen bin. Mit seiner Arbeit hat er wirklich Wegweisendes getan. Und als ich mich ein bisschen mehr damit auseinandersetzte, wer denn dieser Mensch überhaupt ist, ist mir da ein Satz in die Augen gesprungen, der symbolisch ist für ihn, aber auch für uns, die wir uns alle für eine nachhaltigere Entwicklung und einen nachhaltigeren Umgang mit unseren Ressourcen lassen können. Sein Vater hat ihm nämlich schon, als er ein kleiner Junge war, etwas zu Herzen gelegt. Tu ne podais muder il mund, ma provar podest. Also, du kannst die Erde nicht ändern, die Welt nicht verändern, aber versuchen kannst du es. Und dass er es versucht hat und dass er erfolgreich war, das ist nicht nur dokumentiert über die heutige Preisübergabe, sondern auch in seinen zahlreichen Aktionen, die er unternommen hat. Und ich bin überzeugt, dass er mit seiner Art und Weise, Außergewöhnliches zu machen und überzeugend zu machen und auch einladend zu machen, das in einer angenehmen Art und Weise zu machen, noch weitere Leute und vor allem viel junge Leute begeistern wird, sich für nicht nur sauberes Wasser, aber überhaupt für unsere saubere Umwelt einzusetzen und auch im Verhalten entsprechend anzupassen. Und ich glaube, genau das ist es, was wir brauchen, Leute mit Vorbildcharakter. Er zum Beispiel hat den Rhein durchschwommen. Er war länger im Rhein als wir alle hier zusammen. Er hat begonnen an der Quelle in den Bündneralpen, ist hier an Basel vorbei geschwommen und ist weiter bis nach Rotterdam geschwommen. Er hat auch als Autor eines Buches Jeder Tropfen zählt, Schwimmen für Recht auf Wasser, das dokumentiert. Er hat auch weitere Aktionen unternommen. Und ich denke mir, gerade das ist etwas mit dem eigenen Beispiel gut vorausgehen. Das ist es, was wir brauchen. Er ist aber nicht nur in diesem Sinn aktiv gewesen, er ist auch Sportler. Er ist auch Sportler, hat Olympiamedaillengewinner begleitet und er ist Expeditionsschwimmer. Also, er hat auch noch ganz andere Qualitäten, die er uns noch weiter später vorführen wird. Aber was er auch noch ist, er ist ein Botschafter für den Kampf, für sauberes und Trinkwasser für alle, nicht nur für uns, sondern global. Überzeugen Sie sich doch selbst, meine lieben Damen und Herren.
Liebe Damen und Herren, begrüßen Sie nun mit mir den Gewinner des Eco-Preises 2017, Kategorie Hoffnungsträger, Ernst Brommeis. Von meiner Seite, Ernst Brommeis. Was bedeutet dir dieser Preis? Ja, der Preis bedeutet mir sehr viel und es ist mir eine große Ehre, nach all diesen Projekten, die wir vorher gehört haben, dass ich auch heute Abend auf dieser Bühne stehen kann. Es ist auch eine Bestätigung für die letzten Jahre und dass man wahrgenommen wird und es gibt einem auch Kraft, weiterzugehen. Und wie zum Beispiel die Aktion mit Mikroplastik vor 2 Wochen im Rhein, da war ich nicht so lange unterwegs, aber es ist wichtig, auch solche Punkte zu setzen und das gibt Kraft. Du hast ja im Vorfeld gesagt, du möchtest lieber nicht eine lange Rede schwingen, sondern eigentlich Bilder deiner Expedition erzählen lassen über dich und dein Projekt und du würdest das dann sogar noch musikalisch untermalen am Flügel. Aber bevor wir dazu kommen, eine Frage noch, die mich persönlich interessiert. Du bist über 1200 Kilometer geschwommen, das dauert ja doch ein Weilchen. Was geht einem da so durch den Kopf? Ja, man hat Zeit, um sich auf solche Fragen vorzubereiten. Also schwimmbar sind ungefähr 1000, die anderen 200 musste ich laufen. Es ist einfach für mich, der Rhein hat eine spezielle Faszination und das hat, glaube ich, nur dieser europäische Fluss in dieser Form. Er entspringt mitten in den Alpen und auf der anderen Seite ist Rotterdam. Und die Alpen, das ist Archaik, das ist Natur pur in der Regel noch. Und auf der anderen Seite als Kontrapunkt ist Rotterdam als zweiter größter Hafen der Welt. Und wenn man dann als Mensch für einige Wochen in diesem Wasser lebt und nicht nur am oder vom oder auf, sondern im Wasser lebt, dann schwimmt man quasi durch die menschliche Zivilisation. Und das hat mich so beeindruckt und das ist ja immer noch hier irgendwo. Ich denke, da könnte man länger zuhören, aber ich gebe jetzt noch mal das Wort an Hans-Peter Egler für die Laudatio, gell? Die Laudatio ist, glaube ich, schon durch. Das war's. Okay, gut. Dann steht jetzt, der ja, genau. Stuhl jetzt für dich bereit. Ja, aber ich sage doch noch 2 Worte. Ich bitte euch, schaut vielleicht einmal da auf diese zwei Fotos. Sie sehen hier die Rheinmündung in Hoek van Holland. Dann sehen Sie den Ärmelkanal. Vis-à-vis ist England. Sie sehen die Themse. Und Sie sehen London. Und seitdem ich diese Fotografie entdeckt habe, behaupte ich, London liegt am Rhein. Aber, jetzt kommt das Aber, Basel liegt auch an der Themse. Und das schmerzt vielleicht mehr, Basel liegt an der Limmat und Zürich liegt am Rhein. Wenn wir dieses Foto anschauen, und bei mir ist es jetzt so, wenn ich die Welt anschaue, dann sehe ich primär das Wasser und erst nachher die Erde. Weil das Wasser die Ressource ist, das Element ist, das uns alle Menschen verbindet. Weil wir keine Wahl haben, ob wir Wasser nutzen oder nicht. Wir müssen Wasser nutzen, um zu leben. Ich werde anschließend ein paar Takte Musik machen zu Fotos zur Expedition, als ich nach Milano geschwommen bin, zur Expo 2015. Ich habe im Frühling 2015 mit meiner Familie habe ich die Weltausstellung besucht und die Weltausstellung Expo Milano hatte die Überschrift «Come nutrire il pianeta?» Wie ernähren wir die Welt? Und Nahrung und Wasser, das deckt sich zu 100%. Und ich habe die Expo mit meiner Familie gesucht und ich war begeistert von der Expo. Weil die Expo hatte alle Lösungen für 10 Milliarden Menschen. Wie wir mit 10 Milliarden Menschen in Frieden leben, wie wir in 10 Milliarden Menschen genügend Wasser haben, genügend Nahrung, alle 10 Milliarden haben Bildung, alle 10 Milliarden haben die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten.
Als ich die Expo verlassen habe mit meiner Familie, dann bin ich Richtung Milano Bahnhof gereist und habe gemerkt, hey, aber die Welt ist doch anders. Und ich habe dann so realisiert, ist die Expo bei allem guten Willen, bei aller guter Intention, ist sie nicht auch ein Affront? Wenn wir behaupten, wir schaffen es mit 10 Milliarden, warum schaffen wir es nicht mit 7 Milliarden? Ich gehe davon aus, dass Sie morgen im Internet sind und durch die Seiten scrollen, dass Sie morgen vielleicht eine Zeitung öffnen und dann sehen Sie die Nachrichten und Zahlen über den Klimawandel. Sie blättern weiter, Sie sehen die Zahlen über die Wassersituation in Graubünden zum Beispiel mit der Kunstschneeproduktion. Sie blättern weiter, Sie sehen die Zahlen der Flüchtlinge, die fliehen müssen aufgrund des steigenden Wasserspiegels. Sie blättern weiter, Sie sehen die Zahlen der Dürstenden und Hungernden, aber am Schluss stellen Sie das Internet ab, Sie schließen die Zeitung und die Zeitung wandert beim Altpapier. Es ist etwas, das mich schon länger beschäftigt, weil wir Menschen, wir haben eine riesen Faszination für Zahlen, aber es ist noch nie eine Faszination und wir vergessen es wieder. Etwas geschieht nicht. Es geschieht keine Empathie, weil wir die Lösungen haben. Wir haben heute 5 Lösungen gehört und ich habe zu Beat Jans gefragt, hey, haben wir nicht ungefähr noch 80.000 Franken irgendwo? Das ist etwas, das mich antreibt, ist, wie schaffen wir es, diesen Zahlen ein Gesicht zu geben? Wie schaffen es, all diesen Zahlen eine Geschichte zu geben, eine Seele zu geben? Weil es betrifft Menschen oder Lebewesen wie Sie und ich. Und eigentlich, was wären jetzt 100.000 Franken heute Abend? Ist eigentlich nichts. Wir haben die Lösungen. Nur noch ein Satz. Die Analogie ist die von der Musik. Musik berührt uns alle, weil Musik nicht wissenschaftlich betrachtet wird, primär. Wir können Musik auseinandernehmen, akustisch, physikalisch und so weiter. Die Musik berührt uns zuerst und dann kommt die Theorie. Und das wäre mein Wunsch, dass wir das auch mit den Zahlen schaffen, über das Wasser, weil das Wasser uns alle verbindet. Ob wir es wollen oder nicht. Vielen Dank.
Ist er nicht einfach unglaublich? Ernst Brommeis, Hoffnungsträger 2017 des Prix Eco. Ich glaube, der hat beim Schwimmen auch hin und wieder die Tasten vermisst, wenn ich das gehört habe. Wenn Sie noch mehr hören wollen über Ernst Brommeis, dann haben Sie schon bald die Gelegenheit dazu, weil am 15. Mai wird er aus seinem neuen Buch lesen, und zwar im Kulturhaus Bieder und Tanner, hier gleich ums Eck am Bankverein.